Was ist mit den beiden Seglerinnen, deren Weg nach Tokio letztes Jahr abrupt unterbrochen wurde? Hier ihre weitere Geschichte. Linda Farni und Maya Siegenthaler haben einen klaren Kurs. Die Olympischen Spiele von Tokio. Den Quotenplatz haben sie im Frühling 2020 bereits gesichert. Es fehlt nur noch ein Selektionsergebnis. Das soll an der WM in Mallorca kommen, wo sich die beiden Bernerinnen mit ihrem Trainer vorbereiten, bis Corona zuschlägt. It was the best upwind race that I saw from you. Really good, really good. Yeah, this is the good news. The bad is the world is cancelled. Aber hier unten ist es viel wärmer als hier oben. In der Corona-Blase am Bielersee kämpfen die Seglerinnen um ihren Olympiatraum. Immerhin hat es mich gesagt, wie sehr ich. Und wo hast du am meisten Kalt gehabt? Mein Kopf ist übelst. Brain Freeze habe ich glaube ich. Dennoch droht der Traum zu platzen. Wir haben gerade Nachrichten bekommen von unserem Team. Hey Team, the Tokyo 2020 Olympic Games are postponed to 2021. Was nun? Das Team vom Yachtclub Thunersee muss nochmals ein Jahr Vorbereitung anhängen. Dabei haben sich Linda und Maya gerade erst auf einen Namen für das niegelnagelneue Olympiaboot geeinigt. Jemand hat gesagt, wir sollen unser Boot Gisela taufen. Das ist lustig. Nie im Leben, nie! Nie! Das ist nicht Gisela, definitiv. Gisela ist nicht so schnell. Die Lisbeth, so heißt das Olympiaboot, wandert von Mallorca in die Garage. Und die Seglerinnen drehen eine Extrarunde. Ein Jahr lang. Im Juni 2020 trifft sich das gesamte Swiss Sailing Team an der ETH in Lausanne. Normalerweise müsste sich das Team jetzt vor Tokio ans Klima und das Segelrevier gewöhnen. Stattdessen richtet der oberste Segler seine Athleten mit markigen Worten auf. Problems bring problems, solution bring solutions. Ein Virus wirft alles über den Haufen. Also ja, denkt sich ein Witz, aber ja, vielleicht eher so ein bisschen schockiert über die Situation, dass so etwas überhaupt passieren kann. Dadurch hat sich so ein bisschen, ist so ein bisschen wie eine Starre. Also ich habe es nicht geglaubt, dass es so ist. Und vielleicht also verloren in den unendlich vielen neuen Szenarien, die es hätte geben können. Olympia, das Monument des Sports, ist plötzlich verrückbar. Linda und Maya mittendrin, nur zwei winzige Sandkörner. Also ich habe das Gefühl, wir haben beide etwas erlebt, das uns einfach extrem viel gegeben hat. Also ich glaube, wir sind einfach, am Anfang haben wir das Gefühl gehabt, also sind wir einmal pro Woche segeln und es hat sich irgendwie nicht so gut angefühlt. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, so echt jetzt, muss das jetzt sein oder wirklich oder eigentlich. Es war fast ein Müssen. Und irgendwann haben wir geschnallt. So. Also haben wir das wieder wie können lernen schätzen. Es gibt Momente, wo ich es eigentlich sehr positiv sehen kann. Es gibt Momente, wo ich noch so ein bisschen Hänger habe. Aber ich glaube, das ist auch normal. Man muss ja nicht das Gefühl haben, man kommt jetzt mit völlig nur positiven Gefühlen aus dieser Krise raus. Aber wir haben sicher Sachen erlebt, die wir auch also schätzen zu wissen. Statt zu segeln, ist das Swiss Sailing Team ans Land gefesselt. Gegner sind nicht Crews aus aller Welt, sondern das Männerteam vom Yachtclub Thunersee, Cyril Schüppach und Yves Mermo. Dafür fallen in diesem kleinen Kreis für einmal die Fremdsprachen weg. Balsam für die Seele. Jetzt weißt du, wie es auch bei uns geht. Nach 10 Monaten weißt du, wie es uns auch geht. Wenn wir 10 Monate mit den. Das, was uns die Corona-Zeit gegeben hat, ist halt
dass wir sie wieder mal heimkommen und dass wir auf dem Thunersee trainiert oder müssen trainieren oder dürfen trainieren oder wie auch immer. Und wir einfach lernen schätzen, was es heisst, wenn wir dürfen daheim sein dürfen. Klar haben wir nicht die Bedingungen, die auf dem Meer haben, aber es ist eigentlich der Ursprung von unserer Segelkarriere. Also wegen dem See haben wir angefangen zu segeln. Und das ist, ja, das gibt einem auch extrem viel, aber nicht das, was wir brauchen während der Regatta. Ein Schock ist die Verschiebung trotzdem und muss zuerst einmal verdaut werden. Das Swiss Sailing Team baut dabei auf Sportpsychologe Jörg Wetzel, der den Sportlerinnen in der teaminternen Analyse ein überraschendes Zeugnis ausstellt. Ich habe angemerkt, dass sie weiterhin motiviert sind, weiterhin gute Dinge sind und dass sie, glaube ich, ganz gut mit dieser Situation umgegangen sind. Also flexibel, agil und mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit. Ich glaube, das zeichnet die beiden aus meiner Sicht, distanzierter Sicht, jetzt auch aus. Und man sieht, dass sie erfahren sind. Also sie haben ein bisschen Erfahrung können ausspielen. Also so die Heisssporns, die haben natürlich dann mehr Mühe. Und ich glaube, da sieht man auch, wo wir die Bilanz gemacht haben, sie sind ja eigentlich Gewinnerinnen aus dieser Krise rausgekommen. Sie sind auf der anderen Seite gestanden. Das finde ich wunderschön, oder? Dass man gesehen hat, dass auch Erik dann einfach mit dem ganz gut umgegangen sind. Da sind sie eigentlich gute Vorbilder auch für andere, oder wie sie jetzt das bewältigt haben. Und was ist mit dem Segeltrainer von Maya und Linda, Toni Rippoll? Was macht ihr inzwischen? Der hat, glaube ich, mehr gelitten als mir. Nein, der ist ja also in Spanien halt. Und der war ziemlich lange daheim. Dadurch, dass er halt eingesperrt war, daheim und nur noch einkaufen durfte, was wir ja überhaupt nicht so hatten, haben wir auch so wie gesehen, so, das, was wir haben, war einfach ein mega Privileg. Und wir konnten ihm halt erzählen, hey, wir waren heute auf dem Wasser. Und ja, von dort her, wenn wir schon ihm nur das erzählt haben, haben wir gemerkt, so, ah, das ist eigentlich. Ja. Ja, tut gerade ein bisschen weh. Ja. 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 Corona macht keinen Spaß. Aber es öffnet die Augen, hat auch gute Seiten. Ende Juni ist es soweit. Grenzen öffnen wieder. Training am Gardasee. Team Lima ist wieder komplett. Segelprofessor Toni Rippoll darf erstmals nach dem Lockdown Spanien verlassen. Maya und Linda zapfen seinen reichen Erfahrungsschatz ebenso an wie Yves Mermo und Cyril Schüppach, die Sparringspartner bleiben. Toni Rippoll genießt die wiedergewonnene Freiheit. Bueno, este tiempo hemos estado en contacto por internet con videoconferencias y trabajando algunas cosas de reglamentos y de estrategia, etc. Y bueno, ellas han podido navegar y esta es la primera vez en dos meses que nos juntamos realmente para navegar en este caso en un lago, en Italia. Bueno, tenía muchas ganas de estar otra vez en el agua y detrás de los barcos y volver a sentir otra vez la brisa del viento y los rociones del agua. Y bueno, ha sido agradable, la verdad. Y bueno, ahora esperemos que no vuelva a suceder y podamos continuar con el planning, que todavía es un poco incierto porque no sabemos realmente si va a haber campeonato de Europa, campeonato del mundo, Juegos Olímpicos, es todo un poco incierto, mucha incertidumbre. Keine Wettkampftermine, darum auch noch keine definitive Selektion für Olympia durch Swiss Olympic. Team Lima trainiert ohne festen Plan, aber immer noch mit dem festen Ziel. Es gilt, den Rost abzuschütteln, Wettkampfsituationen durchzuspielen. I don't understand why the race committee always put the starting line in favor on the right. Ita. And five. Now you need to watch that then. Oh yes. The monkeys are working, but it's not working. Yeah, they are really monkeys. Für das ungeplante zusätzliche Trainingsjahr stehen wenig Mittel zur Verfügung. Noch ein neues Olympiaboot liegt nicht drin.
Für das Training auf dem Gardasee wird die Lisbeth aus dem Dornröschenschlaf geholt. Yves und Cyril üben mit der Molly, einem ausgemusterten Boot der Frauen. Ja, weil das da wirklich schlecht weg ist. Aber mal schauen. Mal gucken. Der Morgen am Gardasee ist zwar wunderschön, doch der Wind nur schwach. Trotzdem zählt jede Minute Segeltraining. Diese Olympischen Spiele sollen Höhepunkt und Abschluss für Team Lima werden. Denn der 470er, die Bootsklasse, wird nach Tokio nicht mehr als Frauen- oder Männerkategorie geführt, sondern neu als Mixed-Boot. Wer weiß, vielleicht zahlt sich noch aus, dass sich Männer und Frauen vom Thunersee so gut kennen. Jedenfalls wissen Cyril und Yves bestens Bescheid über die Frauen. Zum Beispiel über Linda. Ich glaube, das ist der Ehrgeiz, ihre Routine, die sie hat, und ihre Seriosität. Sie ist eine sehr ruhige, offene, übergeite Persönlichkeit, die die Motivation an schwierigen Tagen findet und so kann übergehen auf andere Personen. Und ja, das sehr stark auf dem Wasser ist. Maja ist im Gegensatz dazu eher vielleicht manchmal die Güteri, aber immer lustig, immer motiviert, der Action-Pole im Team. Bei Maja ist es mehr so etwas zu verspielen und trotzdem ist sie sehr ehrgeizig und immer offen für Neues. Nice fighting, ne? At the end was better, but at the beginning I think was a little slow. Go home. Flaute, Mittagspause. Warum trainieren die Männer mit den Frauen? Wir können enorm von ihrer Erfahrung profitieren. Wir können mit ihnen Vergleiche machen, wir können uns austauschen, ihre Muttersprache. Auf Deutsch, auf Schweizerdeutsch, sogar Berndeutsch. Wir kommen von der gleichen Region. Und, es ist nicht nur das Lehren auf dem Wasser, es ist auch ein Land, wo wir viel lachen miteinander und uns so auch besser regenerieren, um auf dem Wasser wieder die volle Geistung zu bringen. Volle Leistung ist nach dem Mittag gefragt. Zusammen mit italienischen Booten lassen die Trainer Starts im Hafenbecken üben. Begrenzter Platz, auffrischender Wind, da lernt man die Seglerinnen plötzlich von einer anderen, ihrer sportlichen Seite kennen. Okay, komm, wir drehen. Wir haben so viele Fehler gemacht. Nicht ausrasten! Du kannst springen, du hauen nicht! So Giacomo, he was waiting for us to come, but he was over there, like, so it was actually enough space to go inside, and then he loved, but he never loved had to win. You know what I mean? I don't know. We can discuss on the table with the boats. Not sure. From my side, from my point of this situation, he did well, or his idea was good, but he was too much outside. Yeah, but she was really, really close. When she is so close, she cannot love like this. Ein Gewitter zieht auf über dem Gardasee. Für die Segelprofis fängt damit der Spaß endlich an. Zwischen 3 und 5 Stunden sind Linda und Maja auf dem Wasser, je nach Wetter.
Wir haben uns mega fest gefreut, wieder mal ins Ausland zu fahren, an so einem coolen See, wo wir halt auch viele Erinnerungen daran haben, wo wir als Junioren auch viel sind da waren. Und dazu kommt noch, dass wenn wir halt Trainingsreisen machen, dass wir halt mit jemandem kapseln können. Sie sind Jungs und zum Teil auch ein bisschen aggressiv und so. Das ist genau das, was wir halt brauchen, dass uns jemand ein bisschen futzelt und genau zum richtigen Zeitpunkt für uns am falschen Ort ist und uns auch ein bisschen Challenge stellt. Die nächste Challenge stellt sich Team Lima aber nicht durch Wetter oder Gegner, sondern wieder durch Corona. Die nächste Welle, die nächsten Lockdown-Regeln, Training nach Ansage. Die Lisbeth muss zurück in die Garage am Thunersee. Am Ende des langen Corona-Winters sind Linda und Maja wieder zu Hause in Spiez. Irgendwie gelang es, eine WM zu organisieren. Linda und Maja schafften die Selektionsvorgaben. Doch darüber jubeln mögen sie nicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Also wir haben Top 12 gesegelt, also wir sind 11 geworden. Und haben somit Kriterien gemacht für die Olympischen Spiele. Ein 11. ist natürlich so nicht das Resultat, das wir eigentlich erhofft haben. Jetzt nach 10 Wochen überwiegt die Freude, dass wir die Quali gemacht haben und ich bin jetzt nicht mehr daran umstudieren, was wir noch in dieser Regatta alles besser hätten können machen. Weil die 11. ist jetzt halt die 11. Aber ist vorbei. Ist gemacht. Also die Weltmeisterschaft war für uns eine gute Weltmeisterschaft. Und das war der gute Punkt, sehr, sehr gute Punkt von dieser Weltmeisterschaft, dass eigentlich unsere Leistung besser war als das, was es nachher am Schluss in der Rangliste gezeigt hat. Das heisst, wir haben Potenzial, das heisst, wir können eigentlich vorher dabei mitsegeln, dabei sein. Und es ist jetzt nicht so, dass wir halbklepp wären 11 geworden. Also es ist eigentlich so das Worst-Case-Szenario, das am Schluss rauskommt. Und das nehmen wir definitiv mit und das nehmen wir auch mit für die Europameisterschaft, dass wir Potenzial haben, vorher dabei zu sein und dass wir echt die kleinen Sachen noch ajustieren müssen und dann kommt es gut. Immerhin, Tokio, wir kommen. Team Lima nimmt zum zweiten Mal an Olympischen Spielen teil nach Rio vor 5 Jahren. Nur, wie bereitet man sich auf Spiele vor, wo alles noch so unsicher ist? Am einfachsten, man fängt an sich selber an. Die eigene Fitness ist die Grundlage. Linda und Maja setzen auf die bewährten Programme ihres Trainers Lukas Markwalder. Denn Segelregatten sind nach wie vor Mangelware. Nachher muss man sehen, dass wir sehr, sehr lange keine Wettkämpfe sind gesegelt. Das heisst, wir sind, wenn wir jetzt wieder ins Training starten, froh um jeden kleinsten Wettkampf, Trainingswettkampf, der organisiert wird, wo wir dort teilnehmen können. Weil für uns hat sich das schon sehr speziell angefühlt, die Weltmeisterschaft. Darum müssen wir jetzt eigentlich möglichst viele Trainingswettkämpfe machen, dass wir gut vorbereitet sind für die Olympischen Spiele. Die große Schikane Corona bleibt präsent. Selbst im Training zu Hause. Das ist das Mikroklima, darum. Dann ist Mikroklima. Körperliches Training unter Corona-Bedingungen ist schon mühsam. Aber eine Wettkampfplanung mit der ganzen Logistik und Reisen, wie soll die aussehen? Also es war quasi unmöglich, mehr als 10 Wochen voraus zu planen. Wo dass wir trainieren können, wo dass es Sinn macht, herzugehen. Also es ist immer noch für uns momentan nicht so möglich zu planen. Wir leben viel, viel kurzfristiger als noch vor Corona. Also es macht immer etwas flexibler. Also, weil ich brauche nicht mehr Flüge 10 Wochen vorher, wo ich denke, ja, es ändert sich wahrscheinlich noch alles dreimal. Kein Vergleich zur Vorbereitung damals, vor den ersten Olympischen Spielen der beiden in Rio. Ich würde sagen, der grösste Unterschied ist, dass wir nicht wissen, wann wir nach Tokio reisen können. Und wenn man es mit Rio vergleicht, dann ist natürlich, wir haben extrem viel Zeit in Rio verbracht. Wir haben also im 2016 von dem Spiel selber haben wir auch vor dem Spiel schon 3-4 Monate fast vor Ort trainiert. Das fällt jetzt quasi wie weg. Aber das Gute ist ja, dass es wie für alle wegfällt. Also es ist nicht so, dass irgendjemand früher gehen kann. Oder nein, das ist wie für alle gleich. Trotz aller Ungewissheit, der Countdown hat begonnen. Der olympische Fackellauf startet just zur gleichen Zeit, als Linda und Maja in Spiez schwitzen. Heute Nacht
ist die olympische Flamme entzündet worden in Fukushima. Wie fest brennt bei Ihnen jetzt das olympische Feuer schon? Also ist das jetzt wirklich so, oder hast du das jetzt echt so gesehen? Ist das so? Es ist eine schwierige Frage. Also ich freue mich mega fest, dass wir uns für die Olympischen Spiele qualifiziert haben. Jetzt haben wir echt noch ein Jahr länger darauf geschafft, dass wir an dem Punkt sind, dass wir dann endlich gehen können. Und jetzt hoffen wir einfach fest, dass die Sterne gut stehen, dass es am Schluss stattfindet. Und ich bin eigentlich optimistisch. Und ja, ich freue mich mega. Natürlich freut sich Maja Siegenthaler auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Aber immer dieses Quälen, dieses an die Grenzen gehen im Training ganz für sich allein, bringen Maja und Linda diese Motivation auch im Corona-Zusatzjahr immer auf? Gut, etwas anderes, die 20 Minuten Ruder, hast du das jetzt geschafft? Nein. Das muss diese Woche noch passieren. Mhm. Diese Woche muss es noch passieren. Kannst du wieder Gerät rausnehmen? Vor 3 Wochen sollte das passiert sein. Ja, es hat mich angeschissen. Ja, mir eigentlich ziemlich gleich, ob die das anschießt oder nicht. Ich habe fast den Ruder-Gerät in den Pool reingeschossen. Vor allem dort hast du die Chance, das draussen zu machen. Ja. Ich glaube, es vor dem Fenster sind es bei euch. Das Motion Lab in Lausanne. Weil eine frühe Einreise nach Japan und Gewöhnung an das dortige Klima unmöglich sind, testen Linda und Maja das japanische Wetter hier. Das Motion Lab bietet eine Klimakammer an, mit wissenschaftlicher Begleitung. Linda und Maja. Linda und Maja wissen nicht genau, was auf sie zukommt. Bist du sicher, dass die Batterie noch geht? Nein, ich muss nicht kontrollieren. Das erklärt Testleiter Francis Degasch. Les filles, elles sont en train de faire un test de tolérance à la chaleur en vue de la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo, où il fait chaud et humide. Alors grâce à ces tests-là, on va pouvoir leur programmer quelques petites séances d'exposition à la chaleur ici pour les préparer à aller sur place. Sur place, quand elles partiront, elles n'auront plus besoin de passer autant de temps avant les Jeux Olympiques. Elles pourront réduire le temps d'acclimatisation sur place. Et on leur donnera des conseils d'hydratation. Grâce à ces tests-là, on sait exactement quoi boire, quand le boire, quelle quantité il faut boire aussi. In der Kammer herrschen rund 30 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Linda und Maja strampeln nach einem festgelegten Programm. Monitore und Messgeräte zeigen Körpertemperatur, Pulsfrequenz und Leistung an. An mehreren Stellen des Körpers kleben Pads. Im Schweiß zeigt sich der Salzgehalt, also wie viel Mineralstoffe den Sportlerinnen verloren gehen. Doch das ist so eine Sache. Conclusion, c'est trop tôt. Aber an der Unterarm schwitze ich glaube wirklich nicht im Fall. An der Unterarm schwitze ich glaube wirklich nicht. Ja. Das Schwitzen in der Klimakammer bringt auch neue oberflächliche Erkenntnisse. Ich muss die Hände anschauen. Sie weichen sich aus, wie nach dem Baden. Das erste Ziel ist schnell erreicht. Schweiß fließt in Strömen. Auf dem Wasser beim Segeln merken Linda und Maja üblicherweise gar nicht, ob und wie viel sie schwitzen. Hier kommen nun die festen oder flüssigen Daten. Nach anderthalb Stunden Schwitzen die Ergebnisse. Vous êtes plutôt bien acclimaté. Toi, typiquement, tu vois, tu transpires bien et tu transpires peu. Tu transpires pas suffisamment. Tu bois, mais pas beaucoup. T'as pas bu beaucoup pendant l'heure 20. T'as bu plus, toi, et tu transpires plus. Voilà. Mais de rien, avec plaisir. À mercredi. À mercredi. Pas oublier de boire, hein, maintenant ouais. Un petit peu de. Ah, j'ai plus.
Die Besuche im Motion Lab sind nicht dasselbe wie eine Japan-Reise. Aber immerhin. Linda und Maya kehren zurück nach Villamura für Europameisterschaften. Der letzte Wettkampf vor den Olympischen Spielen. Das Schweizer Boot mit der Segelnummer SUI 5 mischt von Beginn weg in jeder Regatta an der Spitze mit. Gewinnt eine. Die Segelwoche endet für Team Lima mit EM-Bronze. Die erste Medaille an Titelkämpfen für Linda Farni und Maya Siegenthaler. Sportlich sind Linda und Maya also in der Spur. Nun gilt es, die Koffer zu packen für Tokio, schon im April. Denn im Segeln sind es Schiffscontainer, nicht Koffer. Und die brauchen eine Weile für den Weg um die halbe Welt. Linda und Maya fahren mit zwei Segelbooten vor. Der Verband organisiert den Transport für das Swiss Sailing Team. Den Takt auf dem Parkplatz bei Cham gibt Marco Brunner vor. Hey, tun wir jetzt einen links und einen rechts? Die gehen mit den anderen Container. Also wenn einer nicht ankommt, dann kommen beide da. Okay. Hast du gehört, Linda? Was? Beide 74er in Weiss. Okay. Weil der Marco sagt, die kommen beide entweder an oder nicht an. Auch das 49er-Männerteam von Sebastian Schneider und Lucien Cujon muss an diesem Tag sein Material verstauen, neben den beiden 470ern von Linda und Maya. Die Lisbeth geht also nicht allein auf die Reise, wird aber zuallererst verladen. That's the one with the Swiss cross. Here. Achtung, Kiste. Von der Lisbeth und Team Lima erwartet der Verband mehr als Platz 14 wie in Rio. Natürlich hoffen wir uns, dass es ein bisschen besser geht. Also das Diplom wäre eigentlich schon das Ziel. Und ich denke, das ist auch erreichbar für die zwei Damen. Alles, was nachher besser ist als ein Diplom, auf das freuen wir uns natürlich wirklich wahnsinnig fest. Aber budgetieren ist das schwierig in der aktuellen Situation sowieso. Über zwei Monate lang können Linda und Maya ihre beiden Boote wegen des Transports nicht nutzen, müssen also auf älteres Material zurückgreifen. Und sie selber werden auch erst kurz vor Beginn der Spiele in Tokio sein können. Also die Schiffe sind immer uns einen Schritt voraus. Unsere Schiffe sind jetzt bereit, für auf Japan zu fahren. Wir sind noch nicht ganz. Wir haben noch ein paar Vorbereitungen, die wir hier in der Schweiz machen müssen. Und wir haben vor allem auch noch einen grossen Trainingsblock, der uns zuvor steht, wo wir uns darauf freuen und den wir, glaube ich, sicher noch brauchen, für, dass wir dann wirklich bereit sind in Japan. Japan ist zwar in den Monaten, wo das Spiel stattfinden wird, sehr speziell, weil es sehr heiß ist und sehr feucht. Aber eigentlich die Monate vorher, so Mai, Juni, ist es gar nicht so spezifisch, die Temperaturen, wie wir das Spiel auf die Haube werden haben. Und von dem her wäre es nicht unbedingt ein Vorteil, vor Ort zu trainieren, verdurft sich das darauf zu vorbereiten. Von dem her können wir uns so gut, wir suchen einfach einen Ort in Europa, der einigermaßen grosse Wellen hat und einigermaßen viel Wind. Für die Teams von Farni Siegenthaler und Schneider Cujon stehen zwei Container bereit. Das klingt nach massig Platz. Aber nur, bis man erfährt, was alles ins Köfferchen hinein muss. Oh, das ist schon schön, nicht funktioniert. Also wir nehmen zwei Boote mit und wir nehmen gebrauchte Segel mit, damit wir dann dort nicht gerade mit den neuen müssen einsteigen müssen, weil wir neue bestellt haben. Wir nehmen ganz viele Werkzeuge, die wir mitnehmen, damit wir dann dort irgendwelche Reparaturen durchführen können, falls es die gibt. Einfach vorbereitet für den Fall der Fälle. Wir haben am Schluss zwei Container. Und der eine Container hat, dort sind auch zwei von unseren Schiffen drin und dann hat es zwei Motorboote drin. Und im anderen Container sind dann, glaub, drei Motorboote drin, dann zwei 49er und nachher schicken sie noch mal einen Container. Also es ist ja einfach eine Logistik für das Swiss Sailing Team. Dass es zum Segeln Boote braucht, verstanden. Aber in der Luft daneben kommt noch so viel anderes Gerät mit in die Container. Warum dieser Wohnungsumzug?
Also für uns ist es normal, dass wir immer so viel Zeugs dabei haben. Also mit dem Container ist es jetzt vielleicht noch ein bisschen extremer, weil wir halt auf einem Kontinent sind, wo wir nicht daheim sind, weil es hier in Europa für uns einfach logistisch ein bisschen einfacher ist und wir halt auch ein Auto haben. Eigentlich der Container kann man sich am Schluss vorstellen, das ist so ein bisschen, wird so ein bisschen wie eine Werkstatt oder so ein bisschen ein im Hafen. Also wir haben hier eine Klimaanlage, es hat ein Fenster drin, es wird Stühle haben, es wird so Fächchen haben, wo wir unsere Werkzeugkisten und so alles einräumen können. Also wir müssen eigentlich möglichst viele Sachen, die wir nachher halt dort brauchen, in diesen Container tun, weil dann bleibt nicht mehr viel Zeit, um das Zeug irgendwie zu organisieren, dass wir uns halt möglichst wohl fühlen. Geschafft. Vor lauter Zügelstress geht fast vergessen, dass dies der letzte gemeinsame Auftritt von Team Lima sein wird. Im Moment ist mein Kopf einfach so auf die Olympischen Spiele gedrillt, dass es manchmal schwerfällt, so vorauszudenken, okay, was ist denn nachher. Und irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das Projekt nachher mit der Linda nicht mehr weitergeht. Weil das ist so, ja, schon so lange jetzt, wo wir zusammen segeln und dass es einfach so plötzlich so aufhört, das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich glaube, also ja, wir versuchen uns natürlich auch auf das können irgendwie vorzubereiten, aber es ist echt noch schwierig. Aber ich meine, wir kommen ja gut aus und ich glaube, dass wir auch in Zukunft immer noch ein bisschen Kontakt haben werden. Also ja, es wird die letzte Olympische Spiele wahrscheinlich sein, Fanny Siegenthaler auf dem 74er. Für alles andere dürfen wir noch nicht verschreien. Ich glaube, auch trotz Corona haben wir in diesem letzten Jahr erstaunlich viel daraus ziehen können. Und ich am Anfang ja nicht unbedingt gedacht, dass wir noch so grosse Schritte machen können. Und ich habe das Gefühl, wir haben das Jahr recht gut genutzt, auch wenn es nicht immer einfach war. Aber, ja, aber jetzt ist es schon langsam, dass es kommt. Ja. Für Jahre, nein, Jahrzehnte, verschmolzen Linda und Maya zum Segelteam Lima. Es wird auch ein Leben nach Lima geben. Doch dieses Kapitel wird in Tokio definitiv abgeschlossen. Ob mit oder ohne Schlussbouquet, das werden die nächsten Wochen zeigen.